Jo, liebe Freunde, das ist die Nina. Hallo. Ich bin der Alex und wir starten morgen los Richtung Ungarn zum Konrad-Lorenz-Tischens-Verein. Und wir werden euch jetzt einmal ganz gechillt zeigen, was wir alles an Spenden zusammenbekommen haben. Und in erster Linie möchten wir uns natürlich auch bei allen Leuten bedanken, die dazu beigetragen haben, dass wir jede Menge Spenden bekommen haben. Und so das Ganze erstreckt sich über Hundefutter. Über 3 Monate sammeln, über Hundefutter, Decken, Hundekörbchen, Spielzeug, auch teilweise Verbandsmaterial etc. Also jede Menge Material fürs Tierheim. Und wie das Ganze so im Verladevorgang aussieht, das schauen wir uns jetzt gleich mal gemeinsam an, würde ich sagen. So, da geht's auch schon los. Das ist das Fahrzeug, mit dem wir nach Ungarn fahren werden. Das ist die Nina. Und wir gehen direkt runter zum Gerät. Und da haben wir, meine Lieben, ihr werdet jetzt kaum glauben, zärtliche, ich schätze mal 350 bis 400 Kilo reines Hundefutter. Dass wir jetzt möglichst elegant irgendwie in diesen Wagen reinkommen. Und das hat noch gar nichts mit den anderen Dingen zu tun. Es ist wirklich rein nur Futter und es ist wirklich richtig hilfreich und sensationell. Und wir haben noch jede Menge Polster, Decken, Spielzeuge, Hundegeschirre etc. Und, ganz genau. Ohne Ende. So, jede Menge Gaming. Genau, jede Menge Gaming-Erfahrung aus dem Hause Tetris. Und wir schaffen eine lückenlose Füllung des Transporters. Ganz allein gemeistert von der Nina. Juhu! Das heißt nochmal, also mein Network in dem Fall, lassen wir mal die Ladies und vortritt. Sie ist auch viel kleiner und hat viel besser Platz da hinten drin. Ganz genau. Aber ich komme jetzt wieder raus und jetzt holen wir die restlichen Sachen. So ist. So, meine Lieben, die Hütte ist voll. Erkennt man das da? Ja, erkennt man das? Oh, ja. Genau. Eine kleine Lücke haben wir offen gelassen, damit ich auch ein wenig nach hinten sehe. Und ja, mehr hat ja nicht Platz. Wir haben jeden Quadratzentimeter quasi von der Ladefläche ausgenutzt. Ganz genau. Wir sind dreckig und verschwitzt. Richtig. Das Auto ist voll, das heißt, die Mission ist erfüllt. Wir machen die Klappe zu und morgen früh geht's los. So, guten Morgen. Wir sind bereit, wir haben alles eingepackt, wir sind mit Proviant versorgt und wir starten jetzt los Richtung Ungarn mit einem kleinen Zwischenstopp, um noch eine tolle Vignette zu kaufen und wir melden uns dann auf der Reise wieder. 500 Kilometer. So Leute, wir befinden uns irgendwo in Nirgendwo. Es ist dementsprechend sehr holprig, wir wissen uns eigentlich jetzt nicht, wo wir uns befinden. Thank you.
Leute, es wird immer wilder, es wird immer wilder. Das Kartenmaterial aus den 20er Jahren. Schaut euch das an, bitte, es ist abartig. Ich möchte nicht behaupten, dass man da wirklich, ob du wirklich richtig riechst. Siehst du, wenn das... Alter, wenn das Benzin ausgeht. Ja. Mein Gott sei Dank bin ich ein erfahrener Offroad-Racer. Bist du gelähmt? Schau dir das Loch an. Ja, das ist schon mal fast ein kleiner Tümpel, meine Damen und Herren. Sarala! Zum Benzinsparen würde ich einen Euro empfehlen. Jo, meine Freunde, wir sind mittlerweile, wie lange unterwegs? Von 9 weg, jetzt ist 18 Uhr, bitte, ja, 18 Uhr sind noch immer unterwegs. Also wir sind ja schon fast im arabischen Raum, ja. Habe ich das Gefühl. Aber wir haben jetzt eine relativ nette eine Raststation. Das ist eine Raststation? Nein, ist keine Raststation. Wie nennt man das? Ausweichstelle gefunden, dass wir uns mal ein bisschen die Beine vertreten können. Ich bin ja fast ein bisschen versucht, ja, also man kennt das, also das Gerät wäre ja da ein paar lässige Runden zu drehen. Aber die Nina hat gemeint, das passt einfach nicht. So mit einer halben Tonne Ladung ist es nicht so gescheit. Nee, aber beim Zurückfahren vielleicht. So, meine Freunde, ich habe meine erste Massage für heute schon genießen dürfen. Nein, Spaß beiseite, wir sitzen vor der, da sieht man das ganz kurz, das ist es, genau. Vor dem Büro. Und zwar vor dem Büro des Vereins, des Konrad Lorenz Tierheims. Genau. Und wir haben jetzt beschlossen, dass wir erst morgen zum Tierheim fahren, weil sich das heute zeitlich nicht mehr ausgehen würde, aber wir werden auch die Spende nicht dort abgeben, sondern hier im Vereinshauptquartier sozusagen, weil im Tierheim angeblich ein kleines... Es ist ein kleines Rattenproblem und deshalb wäre dies nicht sehr zielführend, wenn wir das dorthin bringen und dann von Ratten gefressen wird. So ist es, richtig. Wir werden jetzt auch gleich die Katharin kennenlernen. Das ist die Leiterin des Ganzen und ist für alles verantwortlich und wir werden sie euch dann auch gleich mal vorstellen. Alles klar. So, meine Lieben, wir sind jetzt im Hauptoffice quasi vom Konrad Lorenz Tierheim. Tierschutzverein. Ja. Das ist die Katali. Und wir haben, wie man das da sehr gut schon erkennen kann, sämtliche Futter und Decken etc. und Medikamente und so weiter abgeliefert. Und wir haben ja beschlossen, wir werden heute nicht mehr zum Tierheim fahren. Und das machen wir morgen richtig. Und damit ihr auch seht, wo das ganze Futter dann hinkommt, werden wir euch morgen dann noch weiter dazu berichten. Und die Katharin möchte noch irgendetwas dazu sagen. Vielen herzlichen Dank für eure Spenden. Es ist alles gut angekommen. Dankeschön. Super, Dankeschön. Perfekt. Also man darf wirklich den Einsatz dieser Leute, die dieses Tierheim hier bearbeiten oder betreuen, nicht unterschätzen. So, ist genau. So, oh, wir haben... Hier ist eine Einfahrt. Sie hat auch, wie man sieht, sie hat auch, wie man sieht, hier Bäume pflanzen lassen, extra, damit ein bisschen Schatten ist, auch für die Hunde. Weil normalerweise in der Puste ja nichts wächst, das ist ja wirklich reines Feld. Und hier vorne sieht man schon die ersten Zwingeranlagen. Hunde laufen schon rum, freuen sich offenbar sehr, dass jemand kommt. Bellen auch schon etwas, man hört es zwar noch nicht, aber... Ah. Oh.
Aber wir hören's.
So, meine Freunde, ich hoffe, wir konnten euch einen dementsprechenden Eindruck vermitteln, von dem, wie es hier aussieht. Was gibt es dazu zu sagen? Ja, erstens einmal muss man dazu sagen, dass es eigentlich ein Wahnsinn ist, was eine einzelne Frau bewirken kann. Also die Hunde werden da sehr, sehr gut versorgt. Klar, es ist schmutzig, aber es sieht wild aus, aber man darf eins nicht vergessen, den Umständen entsprechend. Man darf nicht vergessen, es sind wirklich nur sehr, sehr minimale finanzielle Mittel und Spendenmittel zur Verfügung. Und die Katharin heißt sie. Katharin, ja. Katharin macht damit ja, das Bestmögliche letztendlich. Ja. Und jetzt ist der Akku leer. Wie ihr seht, sind sehr, sehr viele wahnsinnig schöne Hunde da. Wir haben wirklich so viel gefilmt. Ich glaube, ich kriege das gar nicht alles in dieses Video hinein. Alles, was dazu noch an notwendigen Informationen gibt, wir werden alles in die Videobeschreibung reinposten. Also ihr werdet sämtliche Informationen, genau, Links etc. finden. Und ja, vielleicht findet sich ja der eine oder andere, der vielleicht einen ganz netten, lieben Hund haben möchte. Es sind auf alle Fälle sehr viele davon hier. Und ja, also das nächste Mal, wenn wir das nächste Mal herfahren, würden wir uns natürlich auch wieder freuen über sehr, sehr viele Spenden. Auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, unbedingt, wenn ihr uns unterstützen wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt irgendwelche Impressionen in die Comments, wenn ihr Anregungen, Fragen habt. Wir werden bemühen, ja, das Ganze zu beantworten, euch Support zu leisten und wie schon gesagt, alles andere, alle Links in der Videobeschreibung bzw. auch über uns verfügbar. Genau. So viel dazu. Wir fahren jetzt nach Hause. Ciao, ciao. Tschüss.